So Leute, heute kann's mal wieder Dislikes hageln, das wird mich aber nicht davon abbringen, meinen Mund aufzumachen. Juhu! Ich war mal wieder auf meinen Spams aktiv und da habe ich einen Kommentar gefunden, den ich eigentlich in die Kategorie Eigenwerbung stecken würde. Geiles Video weiter, so würd mich über eine Bewertung deinerseits freuen. Liebe Grüße, Abo und Like hast du. Ach, wär doch nicht nötig gewesen, übertrieben nett von dir. Was könnte ich denn dazu sagen, außer Kotz. Kotz, Kotz, Kotz. Ich könnte kotzen. Nicht, dass das so ein typischer Standardkommentar ist wie gutes Video, schau doch mal bei mir vorbei. Aber Freunde, man beurteilt ja einen Menschen nicht nach dem Äußeren, oder? Habe ich da ein Doch gehört? Und was sehen wir denn hier? Top günstiger und fresher Pullover, Sweater von Amazon, Gewinnspielvorstellung Embra. Da muss man sagen, der hat ein kleines bisschen mehr Abonnenten als ich und die Klicks laufen schon, ja. Da bin ich neidisch drauf, deswegen mache ich auch dieses Video, aber 100 pro. Und dann bin ich einfach mal random auf irgendeinen Kommentar gegangen. Bam. Copy-Paste. Also noch fauler kann man doch gar nicht sein, oder? Ultra nice, ich werd hier verarscht. Geiles Video, Digga. So Leute, das ist auch wieder so ein gezwungener Kommentar. Das sieht man doch schon gleich sofort am Schreibstil. Sogar mit Punkt. Der wusste gar nicht mehr, was er schreiben soll. So scheiße hat er das gefunden. Jetzt ernsthaft. Sieht man sofort. So, das war vor 12 Stunden, habe ich gerade in Erinnerung. Das heißt, das war vor 2 Tagen. Das heißt... Alles klar, wir haben einen Gewinner, Leute. Wir haben einen Gewinner. So, das hat er bestimmt kommentiert. Das sage ich wieder blind. Und ich hatte recht. Mann, Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, ein Video zu finden, wo er nicht dieselbe Scheiße schreibt. Und hier, und da, und dort, und hier, und da. Sehr viele Videos hat er auch nicht. Er hat bisher nur 4 Videos hochgeladen. 160 Abonnenten. Respekt, wie viele Kommentare hast du eigentlich verschickt, Mann? Er schreibt bei mir einfach einen random Text, den er 1000 anderen schickt, geht 0 auf mein Video ein, sagt mir gar nichts, kein Feedback, kein nix, nix Individuelles. Einfach das, was er an alle Leute verspammt, wo ungefähr jeder 10. drauf reinfällt, aber... Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und dann musst du nur am Tag ungefähr 100.000 von diesen Spams verschicken, dann hast du nach ein paar Tagen schon irgendwann 10.000 Abonnenten. Safe. Es ist ja jetzt nicht so, als ob ich das hier zum ersten Mal gesehen habe. Aber irgendwann reicht's auch. Ihr könnt doch nicht alle denselben Mist machen und hoffen, dass ihr damit durchkommt. Und ich will an dieser Stelle anmerken, dass auch Freunde von mir so eine Scheiße betreiben und sowas machen. Jetzt fragen sich doch bestimmt einige, das könnte man auch irgendwie privat regeln. Na klar könnte ich das, aber ich kläre lieber Öffentliches öffentlich. Und ich nicht nur dir, Embra, diese Sache sagen möchte, sondern auch den ganzen anderen, die hier unter meinen Videos spammen.